Liebe Freunde, aber zur Wahrheit gehört auch, manchmal hat man den Eindruck, dass auch einige, die schon immer hier in Deutschland leben, dringend einen Integrationskurs nötig hätten. Was ist eigentlich aus unserem Verständnis geworden, dass wir respektvoll miteinander umgehen? Da wird im Internet gehetzt, was das Zeug hält. Da gibt es keinen Respekt vor Lehrern, vor Verwaltungsmitarbeitern, vor Polizisten oder Feuerwehrleuten. Da fallen manchmal verbal alle Hemmungen, wie ich es mir in diesem Ausmaß niemals habe vorstellen können. Und da sage ich, da sagen wir so nicht. Das geht uns alle an und hier ist jeder gefordert, seinen Beitrag zu einer Debattenkultur zu leisten, die diesen Namen auch verdient. Und dann gibt es Fälle, um die muss sich der Staat kümmern. Da ist dann der Staatsanwalt zuständig, auch im Internet. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, liebe Freundinnen und Freunde. Und eines möchte ich auch noch einmal in aller Klarheit festhalten. Wer das Volk ist, das bestimmt bei uns noch immer das ganze Volk. Das bestimmen wir alle, nicht ein paar wenige und mögen sie auch noch so laut sein. Das bestimmen wir alle. Liebe Freunde, wenn wir gut zusammenleben wollen, dann müssen sich die Menschen darauf verlassen können, dass der Staat für die Einhaltung der Regeln von Recht und Gesetz für Sicherheit sorgt. Und das heißt natürlich, wir brauchen ausreichend Personal für die Sicherheitsbehörden. Und da haben wir riesen Fortschritte gemacht, gerade auf der Ebene des Bundes werden Tausende und Abertausende neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Machen wir uns nichts vor. Die Bundestagswahl 2017 wird schwierig, wie keine Wahl zuvor, jedenfalls seit der Deutschen Einheit. Sie wird wahrlich kein Zuckerschlecken. Mit einer starken Polarisierung unserer Gesellschaft und mit Anfechtungen von allen Seiten. Von rechts wie nie zuvor und Anfechtungen von links mit der Möglichkeit einer rot-rot-grünen Bundesregierung, sofern es dafür einigermaßen rechnerisch reicht. Und wir haben die Aufgabe, so stark zu sein, dass das verhindert wird, dass es zu Rot-Rot-Grün kommt. Und wir müssen integrieren von rechts. Und wir haben es auch europäisch und international mit Anfechtungen zu tun oder ganz einfach gesagt mit Anfechtungen für unsere Art zu leben. Und in dieser Situation habe ich viel, sehr lange, sehr intensiv darüber nachgedacht, ob ich auch bei der Bundestagswahl 2017 für das Amt der Bundeskanzlerin kandidiere. Dieser Anspruch ist in meinem politischen Verständnis untrennbar mit dem Amt des oder der Vorsitzenden der CDU Deutschlands verbunden. Nach 11 Amtsjahren und 16,5 Jahren Parteivorsitz, man kann es kaum glauben, ist
eine solche Entscheidung alles andere als trivial.